Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Resident Evil. Wir müssen als nächstes vermutlich zu dieser Karo-Tür, die ist hier. Das heißt, erster Stock, Bibliothek und hier oben rein. Kommen wir da rein? Kommen wir hier in diese Tür? Oder ist es das, wo genau, wo wir den Schalter brauchen? Ich glaube, das ist das, wo wir den Schalter brauchen. Das heißt, wir müssen auf der unteren Ebene, hier auf dieser Ebene, müssen wir hier rein. Hier komplett außen rum. Dadurch. Hey, gibt es keinen anderen, um darüber zu kommen, gibt es keinen anderen Weg. Das ist ein echt beschissener Weg. Oh Gott. Oh Mann. Ja. Gut, das wird jetzt keinen anderen Weg, glaube ich, geben. Ich bin mal gespannt. Also wir dürfen eigentlich keinen. Was? Lass uns lieber direkt umbringen. Warum ist denn der Licker hier? Was zum Geier? Was zum Geier macht er denn hier? Okay, wenn der Licker hier unten ist, werde ich probieren, irgendwie oben rum zu gehen. Oh Mann. Also, es kann sein, dass wir nicht drum rumkommen, den Licker zu killen. Wow. Dann brauchen wir mal halt die Pumpgun, ne? Super. Das geht ja echt schon mal super los. Okay. Hier in die Bibliothek rein. Dieses eine Zombie, das habe ich auch schon x-mal genervt. Da rein. Und dann eine Etage hoch. Warum eine Etage hoch? Was erzähle ich denn? Hier ist die Karo-Tür auf der Ebene. Das heißt, wir müssen eine Etage hoch. Da durch und dann die Etage wieder nach unten. Das geht auch. Können wir es so probieren. Dieses Zombie wird mich irgendwann nochmal zur Weißglut bringen. Okay, okay. Ich muss ein bisschen das Ganze lauter drehen. Das da müssen wir auf jeden Fall nochmal zusammenschieben. Bitte das... Nein, das ist zu. Wir müssen da bei dem Licker vorbei. Oh, nee. Ja... Das heißt, wir dürfen jetzt unsere letzte armselige Munition verwenden, um den Licker zu killen. Moment, halt. Hä? Hier bin ich falsch. Wo bin ich denn? Da ist die Karo-Tür. Wir müssen den Licker nicht töten. Okay. Wir wissen, der Licker ist jetzt unten. Ist der Schlüssel jetzt nutzlos? Ja, der Schlüssel ist nutzlos. Das war die letzte Karo-Tür. Schießpulver, sehr gut. Wie das ist... Ach, das kommt. Oh nein, schon wieder so ein tragbarer Tresor. Moment, aber wir wissen jetzt, das hier... Das war alles in dem Raum? Wow. Okay. Dann machen wir mal den Tresor. Okay. Eins, zwei. Nein. Eins, zwei, drei. Nein. Eins, zwei, drei, vier. Nein. Eins, zwei, drei.
Oh, wir können da anfangen. 4. 1, 2. Einen Moment. Okay, das hier. Dann 1, 2, 3, 4. So. Nein. Das hier ist wieder. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Gosh. Noch zwei. Yes, wir haben's. Was haben wir da drin? Das wird. Witziger Ersatzteil, sage ich schon. Oh mein Gott, wir können jetzt damit den Safe öffnen. Erstmal gehen wir hier um die Ecke und holen uns das hier raus, das rote Kraut. Nice, jetzt haben wir. Hä? Das hat keinen Ausgang. Doch, hat es. Hier war der Licker. Moment, ist der Licker hier jetzt? Das ist mehr als ein Licker. Oh mein Gott, das ist mehr als ein Licker. Wir scheißen auf das rote Kraut. Das rote Kraut ist jetzt egal. Okay, wir müssen jetzt zu dem Schließfachraum. Der Schließfachraum ist hier unten. Das Problem. Ach nee, wir können ins Büro reingehen. Oh, sehr gut, wir können ins Büro reingehen. Moment, steht jetzt dieser. Ja, es ist ja. Ja, du hörst dich nicht gesund an, ich weiß. Dieser eine Zombie, der da steht, hat mich auch schon dreimal gebissen gefühlt. Jetzt können wir aber den. Lebte Marvin noch? Also, Marvin. Marvin, es sieht tot aus. Dann packen wir jetzt den Schlüssel hier rein. Schießpulver nehmen wir mit. Moment, was habe ich gerade verstaut? Ach, den Film, oder? Wieso habe ich denn den Film dabei? Egal. Okay. Wir haben eine Dose. Eine Dose aus Blech. Moment, die nehmen wir auch nochmal raus. Was? Ich bin ein bisschen. Das Messer sollten. Das Messer hatten wir, genau. Wir können jetzt aber den hier verstauen. Und gucken uns jetzt mal das hier an. Da ist etwas. Wie können wir das denn? Ja, stimmt, wir haben Marvin ja getötet. Ja, stimmt. Können wir das hier irgendwie. Eine Metallkurbel. Also, ich glaube, dass wir diese Kiste können wir hier lassen. Ich glaube, die bringt uns erstmal nichts. Das Zepter. Schießpulver. Nehmen wir erstmal die beiden Schießpulvers mit. Wir werden Munition brauchen und wir haben einfach keine Munition momentan. Oh Gott. Okay. Wichtige Info: Wir gehen nicht unten lang. Dieser Gang da unten, der ist jetzt für uns tabu, denn da steht ein Licker hinter der Tür. Marvin, du machst mir Angst. Wir gehen jetzt hier ins Büro Westseite rein. Erstmal leise in den Raum reingehen, weil wir wissen ja nie, ob hier ein Licker ist. Weil die sind jetzt anscheinend. Sind jetzt gerne hier mal ein Licker da. Okay. Hier ist Büro Wester. Da gehen wir jetzt rein und dann haben wir direkt die Schließfächer vor uns. Shit. Ist er links oder rechts?
Gott. Sehr gut. Okay, wir haben jetzt Tür Nummer 103. Sorry für meine Wortwahl, aber dieser Licker ist belastend. Ein Kampfmesser. Okay. 103. Das heißt, wir haben jetzt noch. Ah, das ist zu. 203. 203 brauchen wir noch. Okay. Eine Gürteltasche, nice. Mehr Equipment für uns. Nun gut. Also, wo müssen wir jetzt diese Kurbel verwenden? Denn die Kurbel ist das Einzige, was wir noch nicht komplett verwendet haben. Und hier ist irgendwas in diesem Gang noch. Was? Eine Tiefgarage. Wir müssen jetzt irgendwo diese Kurbel an irgendeiner Tür verwenden. Tür, Schaltblock. Die Herztür, wir haben keinen Herzschlüssel. Dunkelkammerbecken, das ist da. Okay, wir müssen um die Ecke und ins Dunkelkammerbecken. Das heißt, um die Ecke und dann erstmal nach links. Also hier raus und dann links. Nein, müssen wir nicht. Wir müssen erstmal dieses. Oh Gott, dieses Vieh, ey. Kann es mal weggehen? Ich habe zu wenig Munition, um es zu bekämpfen. Oh Gott. Übrigens, falls ihr das Licker noch nicht kennt, der ist quasi blind. Aber es ist natürlich scheiße, wenn der andere vor der Tür hin und her läuft. Dann kann er noch so blind sein. Irgendwann wird er uns berühren. Geh doch bitte weg. Hast du ja nichts Besseres zu tun, als da zu stehen? Mann, wie kannst du denn da so stehen bleiben? Oh Gott. Oh Gott, mein Herz, ey. Dieses Vieh. Oh mein Gott. DCM. Spinnt in 3F. Spinnt in 3F. Was ist denn 3F?
Okay, also wir haben jetzt einen Spind, der in 3F steht. Also irgendwo muss er, wo es ja noch rot ist, ne? Hier zum Beispiel. In der Bibliothek könnte theoretisch sein, hier im Wartezimmer ist ein Tresor. Hier ist die Kurbelvertiefung, hier müssen wir hin. Hier müssen wir hin, also wir müssen in den Eingangsbereich jetzt zurück. Wir müssen jetzt in die Eingangshalle müssen wir jetzt zurückkommen. Hier ist ein Kombinationsschloss. Es kann sein, dass das hier ist. Das heißt, wir müssen zur Treppe. Wir sind jetzt hier, gehen hier hoch, müssen dann theoretisch hier hin, müssen ganz nach oben gehen. Da ist da. Da ist. Okay. Das machen wir jetzt tricky. Wir speichern jetzt einfach mal und falls wir drauf gehen, laden wir das einfach hier neu. Aber wir testen mal, ob das der Schlüssel in 3F ist. Wie war nochmal der Code gerade? DCM. DCM, okay. Warum? Wo kommt er her? Die sind hier überall, die Licker. DCM. DCM, DCM. Meine Güte. Bitte lass es den hier sein und lass irgendwas Tolles drin sein. Der war's. Magnum-Munition. Okay. Wie kommen wir jetzt am besten zurück? Wir könnten. Diese Tür ist verschlossen. Das heißt, wir können hier oben nicht zurück. Wir müssen eine Ebene tiefer. Wow. Hier ist halt genau. Der Licker davor hier. Das heißt, wir müssen ganz nach unten. An dem Zombie vorbei, ganz unten. An dem Zombie vorbei oder an dem Licker vorbei auf der anderen Ebene. Also, wir haben die Wahl zwischen Zombie und Licker. Warum kriegen wir die ganze Zeit Magnum-Munition und keine Magnum? Also hier ist der Licker jetzt auf der Ebene. Das heißt, wir gehen jetzt durch den Duschraum. Und haben jetzt einen langen Gang und den Licker. Hört ihn schon knurren. Okay. Also wir müssen den langen Gang. Müssen hier. Theoretisch können wir ins Stars Büro. Wir müssen einfach nur da vorne um die Ecke. Theoretisch. Hä?
Okay, er ist weg. Sehr gut. Okay. Jetzt sind wir. Jetzt wieder dürfen wir uns nicht beißen lassen in der Bücherei. Und müssen dann auf genau die gegenüberliegende Seite. Dieser Kerl, ey. Irgendwann muss ich ihn umbringen, weil der steht immer vor der Tür. Aber okay. Soweit, so gut. Einmal kurz hier unten abspeichern, weil ich gerade in letzter Zeit echt oft an Lickern und so vorbei muss. Das ist super gefährlich einfach. Irgendwann wird Marvin wieder aufstehen, habe ich das Gefühl. Ich habe echt Schiss, dass er wieder aufsteht. Lieber safen. Brauchen ja keine Inkribbons hier. Wenn wir Inkribbons brauchen würden zum Speichern, dann. Okay. Also, jetzt nach oben. Jetzt müsste ich hier theoretisch weiterkommen. Das ist der letzte Punkt, wo es weitergehen muss eigentlich. Also, ich habe ein bisschen Leben verloren, aber nicht viel. Deswegen heile ich mich aktuell übrigens nicht. Okay, wir gehen jetzt hier in das Wartezimmer. Im Wartezimmer selber muss übrigens auch noch irgendwas sein. Das Wartezimmer ist auch rot. Das heißt, hier im Wartezimmer muss irgendwas versteckt sein. Weil rot heißt, dass es noch nicht alles gefunden ist drin. Aber, ah ja, hier ist das Safe. Na, das Safe im Wartezimmer, da haben wir leider keine Kombination für. So, hier um die Ecke hinter uns ist genau die Kurbel. Hier müssen wir weiter. Ja, ab jetzt geht's. Jetzt ist jetzt der Bereich völlig neu. Warum ist überhaupt so eine Tür, frage ich mich. Feuerschutztür? Und warum ist die Kurbel ganz da unten gewesen? Ich hoffe immer noch nicht, ob wir die hier kaputt machen sollten, diese Teile. Egal. Aber, also, wenn man mal Original und Remake vergleicht, Herzschlüssel brauchen wir noch. Dann ist das Remake schon. Also damals fand ich das Original super, super gruselig. Super, super gruselig. Das unten ist alles neu. Das oben ist auch alles neu. Gehen wir erstmal nach oben. Aber ich muss sagen, es hat jetzt dieselbe Atmosphäre wie damals. Ich finde es immer noch extrem creepy gerade. Also ich habe hier. Es ist immer noch diese beklemmende Stimmung. Das hat es damals. Also ja, heutzutage finde ich, glaube ich, das alte Teil, den alten Teil nicht mehr gruselig. Aber jetzt, so wie der das Remake macht, auf jeden Fall wieder dieselbe Stimmung. Auf jeden Fall. Pistolenmunition. Immerhin ein bisschen. Blendgranate nehmen wir auch mit. Blendgranate haben wir jetzt auch gelernt, dass sie sowas wie Licker abwehrt. Wir haben hier den Balkon. Da können wir nach unten gehen. Das blaue Kraut sieht immer nieder aus, irgendwie. Da können wir nach unten gehen und zwar auf das Dach oben. Gehen wir erstmal hier hin. Nein! Oh shit. Ach,
wäre ich jetzt woanders lang gelaufen. Ich habe aber jetzt so Schiss, dass jetzt hier ein Bossfight kommt. Ich bin einfach nicht ausgerüstet. Ich bin für nichts ausgerüstet. Oh, shit. Wir haben jetzt immerhin. Ein bisschen Munition. Wo sind wir denn jetzt hier? Ach, das ist der Raum. Die Tür ist jetzt offen. Wir können hier Wasser anmachen. Warum? Oh, ich weiß auch einfach gar nichts mehr. Warum können wir hier Wasser anmachen? Ein Wasserventil. Ja, jetzt fahren wir jetzt immer halt wieder hier ganz an einem Bereich, wo ich eigentlich nicht hin wollte. Ich wollte im Haus weiterlaufen. Knurrt das oder ist das Wasser? Es könnte. Es ist eine verstopfte Pumpe, oder? Es ist kein Knurren. So viele Kräuter hier gerade. Dieses. Der lebt dann, ob ich. 15 Schuss für 2 Zombies, ey. Jetzt hat es das von links auf rechts gedreht. Wir. Okay, wir müssen mal was kombinieren. Hier können wir safen. Oh mein Gott, der Dingsschlüssel. Und die Kurbel ist jetzt nicht mehr wichtig. Das heißt, wir können die Kurbel können wir jetzt verstauen. Und das Kraut verstauen wir auch mal. Okay. Blendgranate verstauen wir auch mal. Und das hier verstauen wir auch mal. So. Also wir haben jetzt den Schlüssel
Nochmal speichern danach dann. Wir haben jetzt diesen Karo, den Blattschlüssel. Also, ich guck mal, ob wir jetzt dann oben die Pumpe verwenden können. Aber ich glaube, dass wir hier nicht mehr hin müssen, weil das ist jetzt alles grün. Grün, sage ich schon, blau. Aber hier ist auch nichts mehr. Also die Frau könnte theoretisch aufstehen. Okay, tut sie aber nicht. Sehr gut. Ich glaube, das mit dem, das auf die Beine schießen ist gar nicht so dumm. Ja, jetzt ist er auf links gestellt. Ich glaube, jetzt können wir das hier ziehen. Jetzt müsste der Hubschrauber damit gelöscht werden. Ja. Sehr gut.